Ich zeige dir in diesem Video, wie du eine allgemeine Form für dieses letzte Feld hier bekommen kannst. Du hast schon Beispiele gesehen, 5, 4 und dann entwickelt sich's zu 9. Du hast wahrscheinlich schon gemerkt, dass jeweils diese vorhergehenden Felder zusammengezählt werden, oder? Also in diesem dritten Feld ist gerechnet worden 5 plus 4. Das ist 9. Und dann im nächsten Feld ist dieses Feld plus dieses Feld zusammengezählt worden, also 4 plus 9 ist 13 und diese 22 sind 9 plus 13. Also immer die letzten Felder. So, um eine allgemeine Form zu bekommen, können wir ja mal vorne anfangen. Das ist A. Da haben wir A-Zahlen drin oder einfach eine Zahl, die A heißt. Da haben wir eine Zahl, die B heißt. In diesem nächsten Feld sind die beiden Zahlen zusammengezählt, also A plus B. Im nächsten Feld ist das Feld mit 4, oder das hatten wir hier, das Feld hier, also das ist B und dieses Feld zusammengezählt, also plus A plus B. So, jetzt kann man das zusammenfassen. Das ist ja B plus B ist 2B, also A plus 2B, etwas kürzer geschrieben. Im nächsten Feld ist es das Feld plus das Feld. Also A plus B plus dieses Feld, das haben wir aber schon ein bisschen zusammengefasst, also nochmals plus A plus 2B. Auch das kann man jetzt wieder zusammenfassen. Das ist A plus A sind 2A. Und b plus 2b sind plus 3b. Also haben wir fürs letzte Feld 2a plus 3b.